EA Sports ist seit Jahren der Platzhirsch auf dem Fußballsimulationsmarkt. Ohne Konkurrenz musste der Publisher bisher kaum negative Reaktionen fürchten. Doch damit könnte bald Schluss sein. Wir haben Jonas Wirth, Anders Wehrgang und Levi Fenrik auf der FC Pro World Championship gefragt, was sie von den kommenden Alternativen halten. Wie beurteilen die Profis die mögliche Vielfalt? Ich habe von allen keine Ahnung halt wirklich. Also das Einzige, ich glaube, was wirklich den Konkurrenz machen könnte, wäre 2K, aber das kommt halt ja quasi erst übernächstes Jahr. Weil da schon die Grafik oder so ist schon sehr gut, wenn man die anderen Spiele sogar halt guckt. Das Label 2K Games ist vor allem für die NBA 2K-Reihe bekannt und wird unbestätigten Gerüchten zufolge als nächster FIFA-Publisher gehandelt. Wir halten euch auf dem Laufenden. FIFA 2K, UFL, Goals, das lässt doch hoffen, oder? Hoffnung ja, aber ich muss sagen, gar keine Erfahrung, nichts davon gespielt, auch fast gar nichts gesehen, aber Hoffnung, dass das so ein bisschen den Markt belebt und ein bisschen Konkurrenz schafft, ist auf jeden Fall da, ja. Hoffnung und Marktbelebung, zwei Begriffe, mit denen der amtierende Europa- und Weltmeister nicht viel anfangen kann. I'm just playing what I know I have to play, and if it's FC, then I will do everything I can to be like on my highest level all the time in that game. Am Ende scheint es egal zu sein, was die Konkurrenz zu bieten hat. Hauptsache, EA Sports wird dadurch motiviert, ein gutes Spiel herauszubringen.